Willkommen zurück, Dominators. Domination-Tipps. Ich weiß nicht, in letzter Zeit, die letzten Tage über habe ich jetzt nicht so Lust auf Dominations gehabt. Ich war nur wirklich spärlich on. Es war das erste Mal, dass ich wirklich keine Ressourcen hatte, um in der Universität zu forschen für 100.000, weil ich tatsächlich einmal, zweimal täglich nur online war. Keine Ahnung, in letzter Zeit macht mir Dominations nicht mehr so viel Spaß. Ich habe relativ viel an der Uni zu tun, auch privat, wie gesagt, einiges im Argen, würde ich das jetzt mal so nennen. Ich bin immer noch bei der Allianz UA Jade. Ihr seht, der Chat explodiert schon wieder. Ich lese gar nichts mehr mit mittlerweile, auch in der Gruppe nicht mehr. Ich bin wirklich abseits. Ich hoffe, das kommt irgendwie wieder, das Feeling für Dominations. Derzeit ist es leider so ein bisschen weg. In meiner Basis selbst seht ihr, der Wald ist bald fertig. Das bedeutet, ich werde die Leute dann nochmal in die Universität... Irgendwas hatte ich mit denen vor, ich weiß aber nicht mehr was. Boah, kacke. Ich hatte auf jeden Fall irgendwas vor mit den Leuten hier aus dem Wald, weil ich noch 3 Tage übrig habe. Wollte ich noch irgendeine Forschung mit denen starten, habe ich alles schon wieder vergessen. Meine Koalition ist fertig, die ich geforscht habe. Und darum habe ich wieder mit den Helden angefangen. Jeanne d'Arc geht jetzt auf 19. Wir haben auch irgendwie massenhaft Kronen bekommen. 1000 Kronen, 100 Kronen, 300 Kronen. Also es gab relativ viele Probleme letzte Zeit mit Dominations. Und ich habe einen sehr coolen Hinweis bekommen. Und zwar müsst ihr euch mal anschauen, ich hatte ja gesagt, man kann nicht mehr direkt sehen, ob die Gegner die Koalition dann haben. Man kann es schon noch sehen. Und das spricht dafür, dass absichtlich versucht wurde, zu verhindern, dass man sieht, ob Koalitionen an sind. Sprich, von Seiten von Nexen ist es sehr wahrscheinlich gekommen. Allerdings haben sie irgendwie das nicht ganz perfekt gemacht. Und so kann man jetzt, ich weiß nicht, ob ihr das im Video sehen könnt, aufgrund der Videoqualität. Macht es einfach mal bei euch selbst, wenn es euch interessiert. Ihr könnt schon noch sehen, ob Gegner Koalitionen anhaben. Allerdings funktioniert das nur, wenn man sehr, sehr genau hinguckt. Wir machen jetzt mal ein Beispiel. Und zwar sehen wir hier die feindliche 1 und die feindliche 2. Achtet mal ganz genau hier auf den Bildschirm, ob ihr den Strich seht. Diesen langen Strich. Jetzt ist er weg, da ist der Strich. Der Strich ist relativ lang. Das müssten 3 Offensivkoalitionen sein. Hier ist die feindliche 2, 3 Offensivkoalitionen. Jetzt schauen wir mal, die feindliche, unsere 12 dürfte gar keine Koalition anhaben, sieht man ja hier. Unsere 12, kein Strich, weder hier, hat aber eine Defensivkoalition an die 12. Schauen wir mal, ob die 12 schon angegriffen wurde. Nee, angegriffen wurde sie noch nicht. Wo können wir es noch ganz gut sehen? Wir können es sehen mit einer Koalition. Die feindliche 5 hat eine Offensivkoalition. Jetzt gehen wir hier zur feindlichen 5. Und hier sehen wir einen Strich. Ganz klitzeklein und wirklich schwer erkennbar, aber man kann es sehen. Hier ein Strich zum Vergleich. 3 Striche zum Vergleich. 3 Striche, also sprich 3 Koalitionen. Die Information wurde mir bereitgestellt von Bernie's Journey Domination. Sehr, sehr cool, dank dir. Das ist mir tatsächlich überhaupt nicht aufgefallen, aber dennoch wichtig zu wissen. Ich verlinke den Channel auch nochmal unten unter der Videobeschreibung. Ja, mein Ziel wurde jetzt irgendwie schon, meine Spiegelzahl wurde platt gemacht, die 10. Die feindliche 9 hat mich platt gemacht. Keine Ahnung, gut, hat er gut gemacht, Industriezeitalter-Spieler. Ich werde mich an der feindlichen 7 orientieren. Ich gehe nochmal mit alter Truppenstärke da rein, mach's übers Versammeln und nicht 50%. Nichts Kompliziertes. So, hier haben wir die feindliche 7. Sieht spektakulär aus, ist es letzten Endes nicht. Wir haben ein paar aufgelevelte Mörser, aber der Rest ist überwiegend Industriezeitalter. Also, und zudem auch noch schlecht gebaut. Ja, also wenn ich hier verkacke, bin ich absolut selbst schuld. Ich finde das Basislayout sehr, sehr schwach gewählt. Ich würde meine Truppen hier raussetzen. Einen Fernkämpfer, 3 Artillerie, sofort versammeln auf die Burg. Dann alle restlichen Truppen raus. Warten, bis die Truppen hier vorne zu den Mauern kommen. Hier einmal sabotieren. Sobald der Mörser weg ist, hier rein versammeln. Blitzkrieg hier hinlegen. Ja, hierhin dürfte es genau passen. Genau, Blitzkrieg hier hinlegen. Zweite Sabotage später hierhin und hierhin. Und dann dürfte das Ding auch schon geritzt sein. Ich glaube, ich habe Schutz dabei. Den werde ich dann auch benutzen. Keine große Ansprache. Ich mache kein großes Ding draus. Direkt in den Angriff. So, alles fertig. Rein in den Kampf.
Tja, kein Kommentar zu dem Angriff. Ich glaube, ich verabschiede mich dann erstmal von Dominations mit dem absoluten miserabelsten Kackangriff seit gefühlt 100 Jahren. Ich weiß nicht, ich scheiß mir erstmal selbst ins Gesicht und dann muss ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, ob Domination zu viel Sinn für mich hat. Ja, keine Ahnung, was da jetzt schiefgelaufen ist. Ich habe übelsten Mist gebaut direkt am Anfang des Kampfes schon und es hat sich einfach über den kompletten Kampf hinweggezogen. Viel Spaß euch noch bei Dominations. Bis bald, Leute.